Die nächste Übung dient zur Koordination. Dafür braucht man zwei Tennisbälle. Jetzt am Anfang bei Step 1 braucht man erstmal einen Tennisball. Und zwar sieht das so aus, man hält den Tennisball in seiner rechten Hand, so wie ich jetzt in meiner stärkeren Hand, und lässt den fallen und versucht ihn dann aufzufangen, bevor er auf dem Boden landet. Und wenn man das schon einigermaßen kann, dann kann man das auch mit der linken Hand machen. Dann das gleiche nur mit links. Okay, Step 2 von der ganzen Übung ist, man braucht jetzt beide Tennisbälle. Man hält die Tennisbälle in beiden Händen wieder vor dem Körper, lässt sie fallen und versucht die, bevor die auf dem Boden aufkommen, zu fangen. Jetzt kommt Step 3 und somit der letzte Teil der Übung. Dafür brauchen wir wieder beide Tennisbälle, die man jetzt allerdings über Kreuz hält. Und dabei ist halt auch wichtig, dass man wie bei den Übungen davor schon die Bälle so fängt, dass die Hand so zu ist und das sieht dann so aus. So, für die nächste Übung braucht man wieder zwei Tennisbälle und dann am besten eine Wand, kein Fenster oder so. Und am Anfang nimmt man den Tennisball und wirft ihn erstmal mit seiner stärkeren Hand gegen die Wand und fängt ihn dann auf. Das ist der erste Step. Jetzt Step 2 ist, wieder nur ein Tennisball nehmen und dann mit der anderen Hand gegen die Wand werfen. Und aufhören. Für Step 3, also mit der letzte und schwierigste Teil der Übung, braucht man beide Tennisbälle, die man jetzt gegen die Wand wirft und dann wieder aufhört. Das sieht so aus. Die nächste Übung trainiert die Hand-Fuß-Koordination. Dabei steht man auf einem Bein, das andere Bein kreist die ganze Zeit unten. Und wenn ich jetzt mit dem linken Bein kreise, dann schreibt die gegenübergesetzte Hand, also jetzt die rechte, den Namen des Vereins auf.